Das sind so Quests, die mag ich ja eigentlich nicht wirklich. Vor allem, weil man 20.000 Mal... Hey, cool. Hin und her rennen muss. Mulane wird euch dies nicht sagen. Denn Stolz verabscheut sie. Sie ist wie der Zahn der Natur. Spitz, stumm, einfach pur. Doch wird heraus immer sie ragen. Unter all den Balladen und Sagen. So groß auch ihre Bescheidenheit... Ist sie der beste Ritter doch weit und breit. Ich hoffe mal, dass die Brunnen nicht zu viel oder zu laut waren jetzt gerade im Vergleich. Deswegen habe ich da versucht, mal irgendwo hinzugehen. Aber hier ist überall Wasser am Laufen. Nicht ganz einfach, nicht ganz einfach das Ganze aktuell. So. Achso, das ist einfach nur zwei gigantische Bierflaschen. Okay, oder Wein. Je nachdem, was man halt lieber trinkt. So. Oh, da ist auch eine Höhle. Die sollten wir gleich mal triggern. Nachthöhle. Nein, 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 nein. Nicht reingehen, nicht reingehen. Pfui bäh. Pfui bäh. Oh, nette Musik. Ach, der ist da drin. Ja, genau. So. Da stimmt, da war ja noch eine Quest. Muhahaha. Also darüber können wir uns auf gar keinen Fall beschweren. So, und du bist die freischaffende Dame, die es für Geld macht. Also so wirst du zumindest bezeichnet. Das Haus der Balladen muss euch höfische Manieren beigebracht haben. Was euch aber nicht davon abhält, andere zu stören. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Die hat wirklich einen Charakter wie ein Amboss. Eiskalt. Habt ihr irgendwelche Wünsche zur Reihenfolge? Ich bin nicht gehässig. Aber ich habe meine Grenzen. Ich weiß, dass ich angesichts meiner Stellung die Formation anführen sollte. Doch andere, empfindlichere Individuen werden dagegen sein. Was ihr auch tut, lasst mich nicht hinter Feinhochmagier Gorenet gehen. Wie soll ich es nur sagen, er... mieft. Sehr schön, du sollst ja auch vor ihm laufen. Damit hätten wir das erledigt. Gott sei Dank, das ging jetzt einfacher. Das letzte Mal hatte ich da ein bisschen mehr Probleme. Hey, tanzen! Schneller tanzen! Ach, die hören nicht auf mich. Okay. Socken. Hier ist kein Platz. Was ist? Hier ist kein Platz? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Die Bar ist riesengroß, da ist Platz ohne Ende. Echt wahr. Wenn ihr eure Sorgen in einer Flasche ertränken wollt, seid ihr hier richtig. Ich bin Gertan Asker, der hiesige Wirt. Wenn ihr aber Siegerbräu wollt, das verkaufen wir in Askers Schmalgasse nicht. In dem Fall solltet ihr euer Glück woanders versuchen. Wieso verkauft ihr Siegesbräu hier nicht? Es ist mittlerweile das beliebteste Getränk in Amalur. Früher war es mein Asker Starkbier. Aber jeden Tag werden mehr Bestellungen storniert. Mein Bruder und ich arbeiten an einem neuen Getränk, doch es erfordert etwas Besonderes. Einen Moment. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich würde im Gegenzug dafür sorgen, dass die Kaufleute in Ysa euch gut behandeln. Okay. Wir haben deshalb vor, das Lieblingsbier unserer Großmutter wieder einzuführen. Askers Neubräu, ein Klassiker. Das Rezept enthält Borstenzungensamen. Und unter allen seltenen Zutaten ist Borstenzunge die seltenste. Für Tränke ist es unbrauchbar, aber es schmeckt großartig. Das Problem ist, dass die Feien den gesamten Vorrat an Borstenzunge kontrollieren, da es aus dem Wasser des Brunnens entsteht. Redet mit Jakasen, ihrem Apotheker. Er kann es uns sicher besorgen. Ja, in Ordnung. Und wo ist der Knabe? Er verbringt seine Zeit im Lyzeumhain in Unterheim. Er ist ein seltsamer Bursche, der ständig neue Tränke braut. Lasst am besten die Finger davon. Oh, der könnte vielleicht ein paar Rezepte für uns haben. Viel Glück. So, aber ich habe weder von dem ersten Bier noch was von den anderen Biersorten jemals was gehört. Also so bekannt können die ja gar nicht sein, ne? So, da waren es doch Bierflaschen, wusste ich es doch noch. Haha. Na, ich war mir nicht mehr sicher. Bin ja ehrlich. So. Dann schauen wir mal. Wir könnten da
Mal bei dem Händler gucken. Ach, der hat auch noch eine Quest. Och, nee. Ich darf ihn da vorne nicht ansprechen. Ich hoffe, ihr seid wegen des Auftrags hier. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Ich bin einfach viel zu beschäftigt, um mich noch um etwas anderes kümmern zu können. Na, dann frag mich mal. Ich komme hier aus der Stadt überhaupt nicht mehr raus. Ich mache ein Vermögen. Diese Besucher kommen hier mit obszönen Mengen an Gold oder Schätzen an. Und sie haben nichts dagegen, sich davon zu trennen. Mein Plan war brillant. Ich habe eine Klinge erschaffen. Eine Feinklinge natürlich, die sie glaubhaft wirken lässt. Etwas, das jeder von ihnen braucht. Zumindest ist das alles, was sie interessiert. Feinandenken. Ich habe sie das Ehrenmesser genannt. Um die Wahrheit zu sagen, es ist stumpf wie ein Stecken. Dafür aber leicht herzustellen. Hört zu. Wenn ihr die Werkstoffe findet und diese Dinger herstellt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Mal ganz offen und ehrlich, wenn euch jemand mit so einem Blick anschaut, würdet ihr dann sagen, ja, ich mache demjenigen so ein Angebot? Dieser Gesichtsausdruck sagt mir ganz eindeutig, Junge, gleich klatscht's, aber kein Applaus. Ich könnte etwas Gold gebrauchen. Fabelhaft, einfach fabelhaft. Ihr erkennt ein gutes Geschäft, wenn ihr es seht. Es gibt in Ysa nicht besonders viele Leute wie euch. Und die Feien verwenden nicht einmal Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald ihr ein paar Ehrenmesser geschmiedet habt, bringt sie zu mir. Und ich werde euch dann angemessen entlohnen. Ach, ja, okay. Es müsste in der Stadt reichlich Werkstoffe geben. Für Kreaturen ohne jedes Interesse an Besitz sind sie ziemlich gut darin, gewaltige Mengen an Plunder anzusammeln. Na, super. Bringt mir was Nettes mit. Okay. Damit könnten wir zumindest mal unseren Schmiedeskill nach oben bringen, wenn es denn sowas geben würde. Also ein Schmiedeskill. So, Händlervereinigung. Ich möchte einfach ein paar Dietriche jetzt endlich mal kaufen. So, Alchemie, uninteressant. Was hat der? Waffen und so ein Schmutz? Okay. Hier ist niemand aus. Kommt hier rüber. Wir in Ysa lehnen Fremde nicht ab. In dieser Stadt gehört jeder zur Familie. Wenn ihr das Friedensedikt umgehen wollt, müsst ihr eure Stimme dämpfen. Ja, ja, wir wollen hier voll viel Stress anstellen. Wollen wir eigentlich nicht? Wir wollen Dietriche kaufen. Dietriche hat er keine. Ja, nehmen wir mal. Reparaturkits, die tun's auch. Können wir etwas günstiger reparieren. Kommen die zwei, gönnen wir uns auch noch. Und tschüss. Also dann. Verkauft der? Die Shulia Nein. Arcana ist die einzige Institution von außerhalb, die in der Stadt zugelassen ist. Ja. Voll uninteressant, mein Freund. Die besten Waren in Ysa. Falls ihr eine Rüstung erstehen wollt, bin ich die einzige im Fallobstviertel, die zum Verkauf berechtigt ist. Ich bin Gwenna Hunt, aber meine Kunden nennen mich Gwen. Hi, Gwen. Ich habe wegen des Friedensedikts nicht viele Waffen anzubieten. Aber eine kleine Auswahl ist doch vorhanden. Seht sie euch an. Nun gut. Was hast du denn da Schönes? Ist das nicht wahr? Oh, Mann. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Großer Präzision, einfache Erfahrungsstärke, Flammenschutz, Mana ins. Oh, Dietriche. Okay. Komm, das nehmen wir auch mal mit. Großer Blitzsturm. Nö, ansonsten hat sie jetzt nicht irgendwas dabei, wo mir. Gefällt. Pflanzen kaufen wir trotz alledem noch schnell ein. Ja. Okay. Und tschüss. Einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich dir auch noch, Gwen. Wünsche ich dir auch noch. So, hat der was Interessantes? Was gibt's, mein Freund? Wer hat gesagt, dass ich dein Freund bin? Ihr habt mich jetzt lange genug beobachtet. Was ist denn? Habe ich euch in einem anderen Leben etwas angetan, Bruder? Bestimmt nicht. Was will er denn? Schmiedekunst. Tschüss. Gehabt euch wohl. Naja. Okay, das hat sich ja schon mal sowas von gar nicht gelohnt. Okay. Naja, gut, was heißt gar nicht gelohnt? Immerhin ein paar Heiltränke und so. Das hat's ja schon in sich gehabt.
So, vor allem die großen. Ich habe ja nur die kleinen bisher immer gehabt, aber ich hätte jetzt gerne mal so ein Rezept gehabt, wo wir zumindest mal die großen dann selber herstellen hätten können. Hier drin scheint es nichts zu geben. Außer Spieße nichts gewesen. Eine Quest doch mal. Das bedeutet, wir müssen hier fast überall rein. Haltet eure Waffe in der Scheide. Ja, pass mal auf, ich habe einen Hammer. Den kann ich nicht in der Scheide haben. Ein Schwert müsste ich da drin haben. Hörst du? Ah? Gib mir noch nicht mal eine Antwort. Und Gnom. Ihr müsst der Bote sein, den Titarion erwartet. Vertraut mir. Wir haben alle genug davon gehört. Iran kann seine große Klappe nicht halten. Ich bin Mytani Keen, Dokalfa-Botschafterin am Hof des Sommers. Verzeiht mir, mein Amt ist nicht immer einfach. Ah ja, dafür hast du überzeugende Argumente. Warum ist es so schwierig? Irgendwas wird bald geschehen und wir müssen es verhindern. Aber das ist alles, was ich sagen kann. Dies ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Wenn ihr meine Geschichte hören wollt, kommt nach Einbruch der Dunkelheit zum Kultkreis am Tor. Ich werde dort auf euch warten. Sehr schön. Erzählt mir, was ist los? Nicht hier. Wir treffen uns wann und wo ich es euch gesagt habe. Du musst verstehen, ich vergesse solche Sachen immer ganz schnell. Lebt wohl. Naja, dadurch, dass wir uns ja gleich wiedersehen, musst du ja nicht sagen, lebt wohl. Okay. Noch mehr Gnome. Was ist das? Eine Gnomenfrau. Och, süß. Hier ist ja echt alles vertreten. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt geben wir erstmal die eine Quest ab. Dann müssen wir noch das Wasser von den Brunnen einsammeln. Das wird doch ein bisschen stressig werden. Was hat er? Was wollt ihr? Das nenne ich mutig. Dies ist der Varani-Flügel der Botschaft. Und nur wenige wagen sich her, ohne gerufen worden zu sein. Ich bin Botschafter Otwa. Der, der die Wasser mit Blut anfüllt. Ah ja, einen Titel kaufen. Okay. Die Varani erlauben den Kauf mehrerer Titel zur Benutzung in den Gärten von Ysa. Aber sie sind selten und sollten daher mit dem größten Respekt geführt werden. Passt schon. Blutdogge, Hüte der Waffe, kryptische Hand des Todes. Ah, einer unserer ungewöhnlichsten Titel. Man wird euch scharf beäugen, wenn ihr ihn führt. Ich ernenne euch hiermit zur kryptischen Hand des Todes. Jawohl, ich gebe meinen Titel wieder ab. Vergiss es. Okay, da kann mir auch nichts beibringen. Tschö. Haltet euch von mir fern. Ja, ich bin nämlich jetzt die kryptische Hand des Todes. Hallo. Das ist sehr vertrauenserweckend. Nein, da will ich nicht hin. Ausgang. Okay, einfach mal dem X nachgehen. Das X markiert den Punkt. So. Darum lege ich eigentlich auch gerne mal Wegpunkte an, weil man dann auch wieder den Ausgang findet. So einfach ist es. Ach, ja, so, da waren wir drinnen. Okay. Sehr schön. Wir sollen jetzt erstmal zu dem Kerl zurückgehen. Dann können wir dem sagen, dass die jetzt in der richtigen Reihenfolge laufen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wir sollten uns dabei allerdings selber nicht verlaufen. Das fällt einem hier auf der Karte etwas schwerer, weil es halt echt überall irgendwo hingeht. Ein wunderbarer Tag. Ja, genau. So, und du hältst die Hand immer noch so niedrig. Herr. So. Na? Ihr habt sie also besucht, diese Gruppe von Schlangen, ja? Und habt ihr Vorschläge, wie ich sie präsentieren kann, ohne ihnen auf die Schwänze zu treten? Es sind zwei Frauen dabei, den kannst du nicht, du weißt schon, ne? Da seid ihr der Einzige. Also dann, reihen wir die heimtückischen Schlangen auf. Erstmal die Großjägerin, war das die Großjägerin, Ähm,